Und rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung der Hessischen Ministerin für Umwelt, für Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz betreffend mit Ökologie und Ökonomie Hessens Zukunft sichern. Die vereinbarte Redezeit in 20 Minuten je Fraktion. Das Wort hat Frau Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Die Hessische Landesregierung steht wie keine andere in Deutschland für die Verknüpfung von Ökonomie und Ökologie. Von Beginn der Wahlperiode an haben wir uns zur Aufgabe gemacht, vermeintliche Gegensätze zwischen Umwelt und Wirtschaft aufzulösen. Wir wollen eine Politik, die beide Bereiche gleichermaßen weiterentwickelt, um Hessen zukunftsfähig zu machen. Und ich finde, das ist uns bislang sehr gut gelungen. Nach dem Regierungswechsel wurde von einigen ja davor gewarnt, dass es in Hessen zu einem so wörtlich Strukturverhinderungsdreieck aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium sowie dem Regierungspräsidium Darmstadt kommen würde. Das war damals schon ein absurder Vorwurf und hat sich auch als absurd herausgestellt. Wir haben stattdessen heute Rekordbeschäftigung. Die Wirtschaft wächst deutlich stärker als vor 2014, und wir haben die historisch beste Beurteilung der Geschäftslage durch Unternehmen, die es jemals gab in Hessen. Und das alles ist kein Zufall, sondern auch eine Folge unserer bisherigen Regierungsbilanz. Rekordförderung für den Wohnungsbau und den Naturschutz. Der erste hessische Klimaschutzplan mit 140 konkreten Maßnahmen, ein deutlicher Ausbau der erneuerbaren Energien und viele andere Projekte sorgen für massive Investitionen in Zukunftsbereiche. Das ist gut für Hessen, gut für die Bürgerinnen und Bürger, gut für die Wirtschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben in den letzten 4 Jahren bewiesen, dass Ökonomie und Ökologie eben keine Gegensätze sein müssen, wenn man diese Politikbereiche zusammendenkt. Sie sind im Gegenteil zwei Seiten derselben Medaille. Und es haben hoffentlich inzwischen auch die Letzten verstanden, dass eine ökologisch unverantwortliche Politik uns auch wirtschaftlich massiv schadet. Die Schäden durch Umwelt- und Wetterkatastrophen erklimmen ständig neue Negativwerte. Das Jahr 2017 war laut Studien der Versicherungswirtschaft mit $320 Milliarden weltweit bisher am teuersten. Tendenz steigend. Der Klimawandel ist auch ökonomisch eine riesige Bedrohung, und deshalb tut diese Regierung alles, um die Schäden möglichst gering zu halten, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen zu schützen und den Klimawandel so weit wie möglich zu begrenzen. Und deshalb haben wir uns zu ganz konkreten Klimaschutzzielen verpflichtet. Bis 2050 soll Hessen klimaneutral sein. 30% weniger CO2 bis 2020, 40% weniger bis 2025, das sind die Zwischenetappen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber mit dem Klimaschutzplan haben wir gezeigt, wie wir es erreichen können. Und 140 konkrete Maßnahmen mit 140 Millionen € zusätzlich allein für die ersten beiden Jahre beweisen, dass diese Regierung entschlossen handelt und nicht nur redet. Und wir haben mit unseren Berechnungen nachgewiesen, dass diese Investitionen den Unternehmen nicht schaden. Im Gegenteil. Sie vermeiden wirtschaftliche Schäden und kurbeln die Wirtschaft sogar an. Und davon profitieren vor allen Dingen mittelständische Betriebe, sei es durch eine Förderung der energetischen Gebäudesanierung oder eine Steigerung der Energieeffizienz. Denn all diese Maßnahmen
geschehen ja nicht von selbst, sondern werden gleichzeitig von Unternehmen auch wieder umgesetzt, die dadurch Wertschöpfung generieren. Das ist Klimaschutz und Wirtschaftsförderung in einem, meine Damen und Herren. Mein Kollege Tarek Al-Wazir hat gerade erst das Förderprogramm für Maßnahmen des produktionsintegrierten Umweltschutzes, kurz PIUS, mit gut 12 Millionen € für kleine und mittlere Unternehmen in Hessen neu ausgerichtet. Zukünftig werden wir aus dem Programm auch Investitionen zur Einsparung von Energie, Wasser oder Rohstoffen fördern. Auch das ist sinnvoll, weil Unternehmen und Umwelt gleichermaßen profitieren. Denn Unternehmen stellen dann ihre Produktion auf Effizienz um, wenn es sich für sie rechnet. Und wir zeigen Ihnen mit einem solchen Programm, wo Ihre Einsparpotenziale sind und wie Sie mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben können. Auch die Entwicklung der Umweltwirtschaft an sich ist in Hessen erheblich. Die Arbeitsplätze in dieser Branche haben sich in den letzten 10 Jahren verfünffacht. Hier werden mittlerweile Umsätze in Höhe von über 3 Milliarden € erwirtschaftet. Das ist ein Riesenerfolg, und den wollen wir weiter ausbauen. Vor ein paar Monaten erst hat beispielsweise die europaweit größte Batteriefabrik für Elektrobusse hier in Hessen eröffnet. Umwelttechnologien sind weiterhin die Zukunftsbranche, und deshalb wollen wir sie durch die Rahmenbedingungen, durch unsere Politik auch fördern. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen heute ankündigen, dass wir als Maßnahme des Klimaschutzes noch in diesem Sommer eine Transferstelle für die Klimaanpassung eröffnen werden. Sie wird gerade die Kommunen dabei beraten, ihre Infrastruktur fit zu machen für die Auswirkungen des Klimawandels. Und durch diesen Wissenstransfer werden ökonomische Schäden vermieden und der Klimaschutz weiter gestärkt. Die Landesregierung unterstützt die Kommunen hier in besonderer Weise. Wir stehen fest an der Seite der Kommunen, wo immer sie uns brauchen, meine Damen und Herren. Die Transferstelle wird eine hervorragende Ergänzung zu den Förderprogrammen, die wir bisher schon haben. Sie wissen, dass wir seit 2017 in allen Städtebauprogrammen Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen der Kommunen verstärkt fördern. Auch das Geld haben wir dafür bereitgestellt. Im Vergleich zur letzten Legislaturperiode haben wir die Städtebauförderung mehr als verdoppelt. Das kann sich wirklich sehen lassen. Das hilft übrigens nicht nur dem Klima und den Kommunen, sondern auch der Wirtschaft. 1 € an Städtebaufördermitteln löst im Schnitt weitere 7 € öffentliche und private Investitionen aus. Unsere Investitionen in ökologische, lebenswerte Städte sind also allein in dieser Legislaturperiode auch ein fast 5 Milliarden € schweres Konjunkturprogramm. Das ist nicht nur gut für das Klima, sondern insbesondere für das örtliche und regionale Baugewerbe und das Handwerk. Zu einer erfolgreichen Politik gehören aber nicht nur Fördermittel, sondern auch verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen. Diese Landesregierung hat deshalb dafür gesorgt, dass der Gewässerschutz auf der einen Seite im osthessischen Kaligebiet den hohen Stellenwert bekommt, den er verdient. Wir haben in den vergangenen Jahren in unzähligen Arbeitssitzungen mit K+S erreicht, dass in etwas mehr als 3 Jahren endgültig und rechtskräftig Schluss ist mit der Versenkung. Das haben wir erreicht, ohne dass auch nur ein Arbeitsplatz wegen der Entscheidung dieser Landesregierung in Gefahr ist. Das ist nämlich die andere Seite dieser Politik. Das zeigt eindrücklich, dass der Kompass dieser Landesregierung stimmt, meine Damen und Herren.
Wir haben dem Unternehmen K+S früh deutlich gemacht, dass der Schutz des Trink- und Grundwassers nicht verhandelbar ist, und haben deshalb erstmals viele Maßnahmen zum Gewässerschutz durchgesetzt, die früher angeblich nicht möglich waren. Mit der Haldenabdeckung werden die Ewigkeitslasten für Jahrhunderte begrenzt, und auch die Produktionsabwässer werden durch verschiedene Maßnahmen massiv reduziert. Gleichzeitig geben wir dem Unternehmen mit unserer Politik aber auch langfristige Planungssicherheit und erhalten damit dauerhaft Arbeitsplätze. Das ist eine hervorragende Perspektive für die Umwelt und für die soziale Stabilität der ganzen Region. Und an diesem eingeschlagenen Weg wollen wir festhalten und Schritt für Schritt die weiteren notwendigen Verbesserungen erreichen. Aber das ist noch lange nicht alles, was die Landesregierung im Bereich Gewässerschutz unternimmt. Mit der Anwendung von Arzneimitteln, Haushalts- oder Industriechemikalien und Pflanzenschutzmitteln gelangen Spurenstoffe in unsere Bäche und Flüsse. Um unsere Wasserversorgung langfristig zu sichern, greift die Landesregierung diese Problematik jetzt mit einer sogenannten Spurenstoffstrategie für das Hessische Ried auf. Und wir leisten da wirklich Pionierarbeit. Wir setzen als erste Regierung in Deutschland überhaupt die Empfehlungen der Bundesebene um. Die hessische Strategie umfasst sowohl Maßnahmen zur Vermeidung der Einträge, das ist besonders wichtig, als auch zur stärkeren Elimination durch Ausbau der bestehenden Infrastruktur. Das heißt, neben der wichtigen Reduzierung der Spurenstoffe an der Quelle, weil dann muss man nicht nachher reparieren, werden wir trotzdem als nachgeschaltete Maßnahme in 5 Kommunen Investitionen in eine 4. Reinigungsstufe der Kläranlagen fördern. Diese Unterstützung ist auch für die Kommunen von besonderer Bedeutung. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Spurenstoffstrategie in den nächsten Jahren eine der großen kommunalen Herausforderungen für eine sichere Wasserversorgung sein wird. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass diese Förderung in der nächsten Legislatur ausgeweitet wird und das Land die Kommunen bei ihren Bemühungen auch weiterhin entscheidend unterstützt, meine Damen und Herren. Ein weiteres Paradebeispiel für die Wechselwirkung zwischen Ökologie und Ökonomie ist die Landwirtschaft. Ihre Produktionsgrundlage ist unmittelbar mit unseren natürlichen Ressourcen verknüpft. Vor ziemlich genau 4 Jahren habe ich an dieser Stelle in einer Regierungserklärung zur Zukunft der hessischen Landwirtschaft die Pläne der damals neuen hessischen Landesregierung skizziert. Und als wichtiges Ziel habe ich damals formuliert, den Ökolandbau und die konventionelle Landwirtschaft nicht gegeneinander auszuspielen. Und das ist bis heute Leitlinie dieser Landesregierung. Mit unserem Ökoaktionsplan unterstützen wir seit 2014 alle Landwirte, die umweltschonender arbeiten möchten. Und von der Ausgleichszulage profitieren besonders die Betriebe, die durch ihre Grünlandbewirtschaftung in schwierigen Lagen häufig auch für die Natur etwas Gutes tun. Das zeigt doch, dass eine starke Landwirtschaft in der Fläche Vorteile für alle haben kann, für die Wirtschaft im ländlichen Raum und für den Naturschutz, meine sehr geehrten Damen und Herren, und sie sichert die Existenz für sehr viele Menschen, gerade dort in den ländlichen Räumen. Auch mit unserer Vermarktungsstrategie Echt Hessisch und der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen wollen wir die Wertschöpfung in Hessen im ländlichen Raum erhalten. Seit Anfang 2016 wurde mit zahlreichen regionalen Veranstaltungen dafür gesorgt, gemeinsam
mit vielen Akteuren vor Ort neue Ideen zur Direktvermarktung zu entwickeln. Und dabei konnten ganz neue regionale Wertschöpfungsketten aufgebaut werden. Ein Projekt zum Beispiel aus dem Wetteraukreis. Über den Schäfereiverein Hessen-Nassau kooperieren jetzt 7 Schäfereien mit einem lokalen Schlachtbetrieb und dem Lebensmitteleinzelhandel zur Vermarktung von regionalem Lammfleisch. Die Produkte können Sie nun an der Fleischtheke der Filialen eines großen Lebensmitteleinzelhandels kaufen. Wenn Sie mich nachher fragen, kann ich Ihnen auch sagen, wer es genau ist. Ein ganz konkretes Beispiel für die Projekte, die Echt Hessisch angestoßen hat und von denen wir in den nächsten Jahren noch viel mehr sehen werden. Denn die Betriebe wollen solche regionalen Wertschöpfungsketten, weil sie dann sicherer sind in ihren Lieferbeziehungen, weil sie dann tatsächlich auch perspektivisch Geld verdienen können. Und es ist für Klima, Natur und die Höfe gleichermaßen ein Gewinn, wenn Fleisch regional vermarktet wird, statt in Fleischfabriken erzeugt und dann umweltschädlich nach Hessen importiert wird. Eine besondere Rolle in der regionalen Erzeugung und Vermarktung spielen dabei auch die Ökomodellregionen. 3 Modellregionen haben wir bereits. Wetteraukreis, Landkreis Fulda und die Kooperation aus dem Kreis Kassel und dem Werra-Meißner-Kreis. Wir verlängern die Laufzeit dieser Modellregionen bis 2020, damit die begonnenen Vorhaben umgesetzt werden können. Ich freue mich aber, dass ich Ihnen mitteilen kann, dass 3 neue Modellregionen dazukommen werden, noch in diesem Frühjahr, und mit 400.000 € gefördert werden. Und die Nachfrage ist so groß wie nie zuvor. Uns liegen mittlerweile Bewerbungen aus 8 hessischen Landkreisen vor. Und auch hier arbeiten konventionelle und Ökobauern zusammen. Wir geben also hier fast 1 Million € an dieser wichtigen Schnittstelle zwischen Ökonomie und Ökologie aus. Und das ist richtig, denn das Interesse der Landkreise ist groß. Und vielleicht schaffen wir es ja, ganze Landstriche wie beispielsweise Südhessen zu einer großen Ökomodellfläche zusammenzuführen. Das würde allen nutzen, den hessischen Landwirten, dem Klima, der Natur und natürlich den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und es käme da zusammen Grünlandbewirtschaftung, die Bewirtschaftung von Gunstlagen und auch noch von Sonderkulturen. Das wäre wirklich das Optimum, meine Damen und Herren. Und natürlich ist Bio inzwischen auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Die Branche wächst nach wie vor überdurchschnittlich und hat deutschlandweit das erste Mal die Umsatzmarke von 10 Milliarden € geknackt. Deshalb ist die gesamte Landesregierung stolz darauf, dass der Ökolandbau in Hessen in den letzten 4 Jahren um über 30% auf 100.000 Hektar gewachsen ist. Mittlerweile hat der 2000. Betrieb umgestellt. Das ist ein Erfolg. Das Tempo war echt einmalig. Ich bin stolz, sagen zu können, dass wir in Hessen heute an der Spitze sind. Aber es läuft vor allen Dingen deshalb so gut, weil die Betriebe es wollen, weil es sich wirtschaftlich für sie rechnet. Und darauf kommt es an, meine Damen und Herren. Aber nicht alleine der Landwirtschaft weiten wir unsere Bemühungen aus. Mit dem Programm Dorfentwicklung haben wir in ländlichen Kommunen zentrale Funktionen der Grundversorgung, wie beispielsweise Kommunikation und Nahversorgung, weiter gestärkt, mit insgesamt 135 Millionen € in dieser Wahlperiode. Neu haben wir die Möglichkeit eingeführt, Mobilitätsvorhaben wie Bürgerbusse zu fördern. Das ist ein Beitrag zum Klimaschutz, aber auch zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Meine Damen und Herren, das sollte man nicht geringschätzen, auch nicht Sie von den LINKEN. Und es gibt auch eine weitere Neuigkeit zu verkünden. Wir werden noch in diesem Jahr eine Akademie für den ländlichen Raum einrichten.
Denn was uns bei den verschiedenen Einzelmaßnahmen bisher noch fehlt, das ist eine zentrale Stelle, an der das Expertenwissen zum ländlichen Raum zusammenläuft und vor allen Dingen von den Leuten im ländlichen Raum zusammenläuft. Die Stelle, die informiert, die als Multiplikator wirkt, die berät. Ihre Aufgabe wird insbesondere darin bestehen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und ehrenamtliche Initiativen zu unterstützen. Denn ein lebendiger, wirtschaftlich starker ländlicher Raum ist nicht nur wichtig für die Bürgerinnen und Bürger dort, sondern ist auch für den Klima- und Naturschutz unverzichtbar. Und es ist wichtig für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und auch für die soziale Teilhabe aller Menschen, die im ländlichen Raum leben, meine Damen und Herren. Damit diese Akademie jedoch eine wirkliche Flächenwirkung erzeugt, werden wir sie als örtlich flexible Einrichtung im kompletten ländlichen Raum wirken lassen. Und damit sollte klar sein, dass diese Landesregierung mit 1,8 Milliarden € nicht nur sehr viel Geld für die Entwicklung des ländlichen Raums bereitstellt, sondern mit innovativen Konzepten auch sicherstellt, dass diese Mittel einen Mehrwert für den gesamten ländlichen Raum entwickeln. Frau Minister, die Redezeit ist rum. Ja, die Redezeit ist rum. Deswegen komme ich zum Schluss. Meine Damen und Herren, wer immer nur entweder Ökologie oder Ökonomie sieht, der sieht nicht das Ganze. Man verpasst mit solchen Denkmustern vor allen Dingen wichtige Chancen für die Entwicklung unseres Landes. Das ist für beide Seiten gleichermaßen schlecht. Wir haben es in den letzten Jahren anders gemacht, konsequent nicht nur zusammen gedacht, sondern auch insofern für beide Seiten Ökonomie und Ökologie gleichermaßen gehandelt. Das hat kürzlich nicht nur die FAZ festgestellt, sondern Vereine, Verbände, Betriebe, Bürgerinnen und Bürger arbeiten mit uns an diesem Erfolg. Wir müssen kreativ sein, in neuen Bahnen denken. Das hat diese Landesregierung bislang getan. Das werden wir auch weiterhin unternehmen. Wir wollen keine Schichtenreibung, Herr Abg. Schmidt, sondern wir wollen Erfolg, wir wollen soziale Teilhabe, eine andere politische Kultur in Hessen. Und hier sind wir einen großen Schritt weitergekommen, meine Damen und Herren. Danke schön. Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache und wir beginnen mit dem Herrn Abg. Heinz Lotz von der SPD-Fraktion. Bitte? Ach, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, ja. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, jetzt habe ich doch als Landei, das ich nun einmal bin, wirklich noch einmal etwas gelernt. Und zwar, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wort hat Frau Ministerin nicht benutzt, aber es steht ja in ihrer schriftlichen Rede, und da ging es, wenn sich ihre Marketingabteilung der Landesregierung in den Büros der Stadt zusammensetzt und sich etwas für den ländlichen Raum überlegt, dann kommt ein Begriff wie Flying Academy heraus. Das steht in Ihrer Rede. Und genau die Sprache, die hier verwandt wird, meine Damen und Herren, brauchen oder verstehen wir im ländlichen Raum eigentlich gar nicht. Ich meine, warum nennen Sie das Programm nicht einfach direkt das fliegende Klassenzimmer, lieber
lieber Kollege Merz, manchmal frage ich mich, was die Landesregierung eigentlich von den Menschen auf dem Land und die auf dem Land leben, denkt. Erich Kästner, der Autor des Fliegenden Klassenzimmers, sagte einmal, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bei der Landesregierung heißt es jedoch, es gibt nichts Gutes, bevor nicht die PR-Abteilung noch einmal darüber gebügelt hat. Es ist ja prinzipiell eine gute Idee, die Maßnahmen für den ländlichen Raum zu bündeln. Schade, dass diese Erkenntnis erst so kurz vor der Landtagswahl bei der Landesregierung ankommt. Was ich auch klar sage, was wir Menschen im ländlichen Raum nicht brauchen, meine Damen und Herren, ist Symbolpolitik dieser Landesregierung. Symbolpolitik haben wir seit 19 Jahren, meine Damen und Herren. Wir brauchen kein fliegendes Klassenzimmer, das den Leuten auf den Dörfern erklärt, wie das Leben auf dem Land funktioniert. Wenn Sie eine Akademie schaffen wollen, dann machen Sie auch eine Akademie. Wenn Sie einen Ort schaffen wollen, an dem die Maßnahmen für den ländlichen Raum gebündelt werden, dann reden wir aber auch über Mobilität, über Staus auf dem Weg zur Arbeit, über volle Züge, über bezahlbaren Wohnraum, über die Qualität des Kindergartens um die Ecke. Wenn wir auch über diese Themen sprechen, dann sind wir ganz bei Ihnen, Frau Ministerin. Aber da stehen wir auch schon vor dem Problem an Ihrem Konzept. Um den ländlichen Raum zu gestalten, um die Zukunft in Hessen zu gestalten, braucht es die ganze Regierung, braucht es alle Ministerien. Und in diesem Augenblick trifft die Flying Academy nämlich auf ihre CDU-Kollegen. So sehen Sie, wie die Flying Academy am Ende doch nur etwas für Hipster in ihrer Marketingabteilung ist. Mit Ökologie und Ökonomie Hessens Zukunft sichern. So lautet Ihre Regierungserklärung. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, dann tauchen da ein paar Schlüsselbegriffe, die man in einer Regierungserklärung zur Vereinbarkeit von Umweltschutz und wirtschaftlichen Interessen erwartet hätte, nicht auf. Mir fehlen die Begriffe wie Energiewende, wie Windkraft, wie beispielsweise FSC-Zertifizierung, Verkehr, Stau, ÖPNV, Auto, Diesel, Feinstaub, Stickoxide, Milchpreise, Fluglärm, Lärm überhaupt und vieles, vieles mehr. Wenn eine grüne Ministerin nicht die Gelegenheit beim Zopfe packt, über solche Themen zu sprechen, dann scheint mir doch irgendetwas schiefgelaufen zu sein. Meine Damen und Herren, mir ist klar, was diese Leerstellen erzeugt hat. Herr Kollege, gestatten Sie Zwischenfragen? Nein, nicht. Okay. Es ist Ihr Koalitionspartner, mit dem eine grüne Politik am Ende des Tages nicht vereinbar ist. Sie haben die Städtebauförderung angesprochen. Natürlich ist es schön, wenn Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen in den Orten stärker gefördert werden. Aber es geht doch in erster Linie, meine Damen und Herren, um bezahlbaren Wohnraum. Die Wahrheit ist, dass Ihr Koalitionspartner, die CDU, in den vergangenen 19 Jahren die Sozialwohnungen halbiert hat. Aber auch die Ministerin spricht von einer Rekordförderung für den Wohnungsbau. Diese Behauptung haben wir aber längst als Hochstapelei entlarvt. Sie wissen doch, dass lediglich 65 Millionen € an Landesmitteln in 6 Haushaltsjahre enthalten sind.
Im Doppelhaushalt 2018-19 betragen die Landesmittel gerade nur einmal 25 Millionen €. Das ist angesichts der Wohnungsnot eine lächerliche Summe, und trotzdem sprechen Sie von Rekordinvestitionen durch das Land. Als weiteres Paradebeispiel haben Sie die Landwirtschaft genannt. Wo wir aber ganz bei Ihnen sind, Frau Ministerin, ist die Verbindung von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft. Beide dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Bei Ihrer ersten Regierungserklärung haben wir Ihnen in die Hand versprochen, Sie bei dem Öko-Aktionsplan zu unterstützen, auch sofern die konventionelle Landwirtschaft nicht zu kurz kommt. Und das haben wir, denke ich, gehalten. Für die SPD sind insbesondere die Werte wichtig, die ökologische Landwirtschaft ausmachen: die Art des Wirtschaftens, die Qualität und Bezahlbarkeit der Produkte, Aspekte wie Natur, Umwelt und Tierschutz, faire Arbeitsbedingungen und faire Entlohnung und natürlich die Verantwortung der Betriebe gegenüber der Region. Deshalb muss der Leitsatz bei jeder Förderung der Landwirtschaft lauten: öffentliches Geld nur für öffentliche Leistungen. Meine Damen und Herren, dementsprechend stehen wir auch den Ökomodellregionen positiv gegenüber. Dennoch sehen wir einen klaren Wettbewerbsnachteil für die Ökobauern, die ihre Betriebe nicht in einer Ökomodellregion haben. Uns liegt viel daran, dass Anreize geschaffen werden, regionale Produkte auch vor Ort zu vermarkten. Das nützt sowohl den Betrieben als auch den Verbrauchern. Uns geht es bei der Förderung der ökologischen Landwirtschaft vor allem darum, Lebensmittel aus der Region für jedermann finanziell erschwinglich zu machen. Immer noch hängt der Anbau von Bio-Lebensmitteln für den heimischen Markt hinterher. Es bedarf daher mehr Förderung. Der beste Bioschmaus, meine Damen und Herren, nutzt nichts, wenn er nur einer kleinen Elite auf dem Teller landet. Aber genau bei diesem Thema hat sich die CDU in den vergangenen Wahlperioden sehr schwer getan. Nur zähneknirschend hat sie den Umstieg auf ökologischen Landbau als förderungswürdig anerkannt. Uns ist es aber auch wichtig, dass die familiengeprägte bäuerliche Landwirtschaft in Hessen gefördert wird. Wir wissen, dass 70% der Betriebe keine Hofnachfolgerin oder keinen Hofnachfolger haben. Deshalb hätten wir uns auch gewünscht, dass ein größerer Schwerpunkt auf ein attraktives Junglandwirteprogramm gelegt wird. Denn, meine Damen und Herren, auch die Hofnachfolge gehört zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie auch auf die Milchbauern zu sprechen kommen. Der Landesrechnungshof hat vergangenes Jahr kritisiert, dass ein Großteil, können Sie nachlesen, dass ein Großteil der Soforthilfe überall landet, nur nicht bei den Milchbauern. Es hatte ja bereits eine Ewigkeit gedauert, bis die damalige Milchkrise als solche anerkannt wird. Der Umgang mit der Soforthilfe war jedenfalls ein Schlag in das Gesicht der betroffenen Milchbauern. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, wenn man von Ökologie und Ökonomie in Hessen spricht.
Was ich nicht verstehen kann, ist, warum sich in Ihrer Rede von der CDU vor den Kahn spannen lassen und mit angeblich 1,8 Milliarden € für den Raum hier hausieren gehen, für den ländlichen Raum. Es ist doch mittlerweile, meine Damen und Herren, jedem bekannt, dass es sich bei dieser Summe um eine Mogelpackung handelt. 1,3 Milliarden €, das haben wir hier schon festgestellt, sind originäre Mittel der Kommunen, und das restliche Geld wurde zuvor den Städten und Gemeinden gestrichen. Ich sage Ihnen, was passiert ist. Die CDU hat mit einer Liste längst verplanter Haushaltsmittel in ihre Marketingabteilungen, ist in ihre Marketingabteilungen gegangen und hat gefragt, was machen wir damit? Heraus kam die Offensive für den ländlichen Raum. Meine Damen und Herren, ich würde einmal sagen, in der Namensgebung, Frau Ministerin, gewinnt Ihr Ministerium ganz klar, denn mit dem fliegenden Klassenzimmer kann keiner mithalten. Als schöne Grüße an Ihre Kreativabteilung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, okay. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Landau für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie ist gleichzeitig alt und jung. Alt ist es, weil es schon immer so war, dass die menschliche Wertschöpfung im weitesten Sinn natürliche Ressourcen in Anspruch genommen hat und in diesem Sinne auch verbraucht hat. Als politische Frage ist dieser Grundkonflikt vergleichsweise aber blutjung. Wirklich als gesellschaftliches und politisches Konfliktfeld besteht der Zwiespalt zwischen Ökonomie und Ökologie eigentlich erst seit den 70er Jahren. Und Sie erinnern sich, der Club of Rome mit seinen Schriften, er hat für das Bewusstsein hier gesorgt. In Hessen wollen wir dieses Spannungsverhältnis gestalten, nicht auflösen, aber gestalten. Einen Konflikt zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltschutz ist immer dann gegeben, wenn die Wirtschaft zulasten der Umwelt wächst oder wenn der Schutz der Umwelt die wirtschaftliche Entwicklung signifikant hemmt. Wir verfolgen drei Ziele, die uns sozusagen als Leitmotiv dienen und die alle miteinander in einer Beziehung stehen. Zunächst erst einmal effizient sein. Wir wollen uns wirtschaftlich in Hessen entwickeln, ganz klar. Wir wollen auch in Hessen wirtschaftlich weiter wachsen. Wir wollen weiterhin so viele Arbeitsplätze und eine so hohe Wertschöpfung haben, weil das die Grundlage dafür ist, dass es den Menschen in Hessen gut geht und wir am Ende auch Rekordzahlen am Arbeitsmarkt und in der Lohnentwicklung haben. Um dieses Ziel mit einer weitestgehend intakten Umwelt in Verbindung zu bringen, ist die erste Grundlage die Effizienz im Einsatz von Ressourcen. Man kann natürliche Ressourcen nutzen, man kann sie aber natürlich auch verschwenden. Wir haben hier signifikante Erfolge in Hessen erzielt. Der Einsatz von Rohstoffen und Energieträgern pro Einheit Wertschöpfung, also die sogenannte Ressourcenintensität im engeren Sinne, hat sich seit 1960 mehr als halbiert. Der Ausstoß von Luftemissionen, das ist das auf der anderen Seite, pro Wirtschaftseinheit hat sich im gleichen Zeitraum um 70% reduziert. Wir schaffen also mehr Produktion, mehr Leistung, mehr Wertschöpfung
mit weniger Ressourcen. Dabei geht es um Materialeffizienz und auch Energieeffizienz gleichermaßen. Das Schöne hierbei ist, dass es im originären Interesse der Unternehmen liegt, effizient zu sein. Wenn Sie sich für den gleichen Output weniger Material und weniger Energie benötigen, ergibt sich daraus ein Wettbewerbsvorteil. Und ich bin sicher, hier haben wir sogar die SPD, die FDP bei uns. Wir haben hier gerade in der hessischen Wirtschaft schon viel erreicht. Als Staat haben wir die Aufgabe, Informationen zu schaffen, den Austausch dieser Informationen zu fördern und gute Ansätze, die sich ergeben, dann auch zu verbreiten. Und ich glaube, wir waren da sehr erfolgreich. Schauen Sie sich dazu einmal an, was auf der hessischen Ressourceneffizienzkongressen dargestellt wurde. Nur ein Beispiel. FKM Sintertechnik hat mit einem neuen Verfahren ein Produktionselement, welches früher aus 3,6 kg Aluminium bestand, nachgebaut, jetzt aus Kunststoff und benötigt nur noch 230 g. Das ist ein Erfolg, den wir hier in Hessen zu verzeichnen haben. Bei Infrasurf nutzt man Bakterien, um aus Rauchgasen der Schornsteine genau die Chemikalien zu gewinnen, die man für die Produktion gebraucht. Auch das haben wir hier in Hessen erreicht. Als Land stellen wir den Rahmen für den Austausch und die Verbreitung solcher Techniken zur Verfügung. Außerdem haben wir zwei Förderprogramme zum produktionsintegrierten Umweltschutz, kurz PIUS, genannt. Die Ministerin hat es nur kurz angerissen, und ich will es noch einmal verdeutlichen. Hessische Unternehmen werden dabei unterstützt, ihren Verbrauch an Energie, Wasser, Luft, Rohhilfs- und Betriebsstoffen zu verringern und gleichzeitig auch noch den Schadstoffausstoß nach unten zu fahren. Hierdurch können Unternehmen Kosten senken und gleichzeitig umweltfreundlicher produzieren. Um es an der Stelle auf den Punkt zu bringen, wir haben, um genau das voranzubringen, hier im Land Hessen 12 Millionen € zur Verfügung gestellt. Wir machen eine umfassende Energieberatung in Zusammenarbeit mit dem RKW für kleinere und mittlere Unternehmen und geben auch staatliche Zuschüsse zu bestimmten Modernisierungsinvestitionen, die dann genau die Erfolge mit sich bringen, von denen ich eben schon gesprochen habe. Wir wollen also, dass Hessen ein ressourceneffizienter Produktionsstandort wird. Ich komme zum Austarieren. Wenn wir Effizienzen genutzt haben, bleibt trotzdem ab und zu noch ein Konflikt. Dann gilt es, die Ziele des Umweltschutzes und die Bedürfnisse der Wirtschaft in einen guten Ausgleich zu bringen. Uns ist es dabei wichtig, dass wir das in Abwägungsprozessen und mit langfristigem Denken tun und dass wir das Ganze im Blick haben. Und hier hat die Landesregierung bereits Wesentliches geleistet. Und das Paradebeispiel wurde auch schon genannt, K+S. Wir haben es geschafft, nach einem jahrzehntelangen Streit um die Verschmutzung der Werra und Belastung des Untergrundes, hier dem Unternehmen eine Perspektive aufzuzeigen, die dazu führt, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, aber auch gleichzeitig, dass wir große Erfolge in Sachen Umweltschutz dann auch einfahren können. In der Landwirtschaft haben wir Wege gefunden, die Produktion umweltschonender und tiergerechter zu machen. Wir haben die Ökolandwirtschaft gestärkt, ja, aber wir haben das nicht gemacht, ohne den konventionellen Landwirten etwas wegzunehmen. Im Gegenteil, haben wir die Förderangebote breit aufgestellt, damit vor Ort genau das man sich aussuchen kann, wo man sagt, das bringt mir hier am meisten. Und am Ende erreichen wir zwei. Wir erreichen eine zukunftsfähige Landwirtschaft, aber auch gute Produkte für die Verbraucher. Im Hessischen Ried haben wir am Runden Tisch eine Lösung erarbeitet, die die Umweltsituation verbessert und trotzdem Anwohner und Landwirte vor Wertverlusten schützt. Wir haben klar definierte Räume für den Ausbau erneuerbarer Energien geschaffen, damit andere Stellen von Beeinträchtigungen durch beispielsweise Windkraftanlagen freigestellt werden können. Wir wissen, dass die Energiewende nicht überall auf restlose Zustimmung stößt, häufig aufgrund der damit verbundenen Kosten oder dem Blick auf Energieanlagen. Aber globale Erwärmung und Klimawandel führen bereits heute zu Wetterextremen, bedrohen Arten, Siedlungsorte und Industrieanlagen und gefährden damit unsere gemeinsame Zukunft. Für eine beständige und sichere Zukunft ist umweltbewusstes Wirtschaften und eine nachhaltige Energieerzeugung obligatorisch.
Ein ungebremster Klimawandel, und damit sind wir uns, und da sind wir uns alle sicher, erzeugt am Ende Zerstörung, Verlust und deutlich höhere Kosten. Sie kennen den Klimaschutzplan. Wir werden unsere Klimaschutzziele einhalten, aber ohne dirigistische und ordnungsrechtliche Vorgaben zu machen. Wir haben viele Konflikte bereits gelöst zwischen Ökonomie und Ökologie, weil wir mit den Beteiligten nach Lösungen gesucht haben. Unser Motiv ist, Interessen nicht, Herr Lotz, nicht gegeneinander auszuspielen, sondern hier eine Balance zu schaffen. Wir werden das auch in Zukunft so fortsetzen, weil diese Abwägungsprozesse immer wieder erforderlich sind und weil wir bereits gesehen haben, dass sie auch erfolgreich sind. Ich komme damit zum Verbinden von beiden. Die Königsdisziplin ist die Verbindung von Ökonomie und Ökologie. Hessen hat hier wirklich einen weltweiten Vorbildcharakter. Die Verbindung von Ökologie und Ökonomie finden wir im Zukunftsfeld der Umwelttechnik und Umweltwirtschaft. Die internationalen Märkte für umweltfreundliche Energieerzeugung, Energieeffizienz, Rohstoff- und Materialeffizienz, nachhaltige Mobilität, nachhaltige Wasserwirtschaft sowie Abfall- und Kreislaufwirtschaft erwirtschaftet in absehbarer Zeit in Deutschland fast 20% des Bruttoinlandsproduktes. Weltweit steigen die Exporte potenzieller Umweltschutzgüter von 2002 bis 2015 um durchschnittlich 8,4% pro Jahr, also deutlich stärker als das Welthandelsvolumen, was im gleichen Zeitraum lediglich um 6,9% stieg. Im Jahr 2015 hat die deutsche Wirtschaft Umweltschutzgüter im Wert von 53,6 Milliarden € exportiert. Das entspricht einem Welthandelsanteil von 13%. Das ist also ein unglaublicher Wachstumsmarkt, und das war mir wichtig, mit diesen Zahlen zu skizzieren, und wir nehmen daran teil als Land Hessen. Und die Vorreiterstellung von Hessen und Deutschland zum technischen Innovations- und Know-how-Vorsprung. Das ist es, was uns eben erlaubt, an den Zukunftsmärkten als starker Player zu partizipieren. So machen wir die hessische Wettbewerbsfähigkeit zukunftstauglich, durch geschicktes Investieren als Land und Fördern beim Entstehen und Wachstum von Umweltmärkten, der sogenannten Green Economy. Dass hessische Unternehmen hier vorn dabei sind und die Nachfrage mit den besten Produkten bedient, zeigt sich bei den energieeffizientesten Heizanlagen von Viessmann in Allendorf, den Schwingungsdämpfern für die vielen tausend Windenergieanlagen weltweit von der ESM Energy GmbH in Heppenheim oder den Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen von SMA Solar in Niestetal. Aber auch beim Verfahren der Beuriger Baustoff Recycling GmbH zur Aufbereitung von industriellen Reststoffen und Bauschutt zur Wiederverwertung im Bausektor oder der Technik der Envago Chemie GmbH zur Behandlung von industriellen Abwässern. Alles hessische Unternehmen. Und für solche Erfolge unterstützen wir die Forschung in Hessen, gerade auch in den Bereichen Biotechnologie und Klimaschutz, z.B. mit einer eigenen Löwe-Linie und zwei Fraunhofer-Standorten in Hanau und Kassel. Auch die Förderung der regionalen Land- und Forstwirtschaft bietet für die hessischen Regionen nicht nur ein höheres Maß an Unabhängigkeit und eine direkte Unterstützung heimischer Produktion, sondern es verkleinert darüber hinaus die Notwendigkeit langer globaler Lieferketten, welche durch Energiekosten usw. die Umwelt belasten. Nebenbei bemerkt hat auch die Erhaltung der biologischen Vielfalt eine ökonomische Komponente. Der ländliche Raum bleibt als beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel attraktiv, da er die Möglichkeit bietet, mit der heimischen Fauna und Flora auf Tuchfühlung zu gehen. Damit und mit den bereits genannten Produkten ist die Förderung des ländlichen Raums nicht nur ökologisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich eine gute Sache. Hinzu kommen Programme, von denen Menschen und Arbeitswelt direkt profitieren, die aber gleichzeitig einen positiven Effekt auf die Umwelt haben können. Hier sind beispielsweise das Landesticket Hessen und das Schülerticket oder der umfassende Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs zu nennen. Damit reduzieren wir nicht nur
Verkehrsaufkommen in Hessen und die Belastung der Luft mit Feinstaub und Abgasen, sondern fördern gleichzeitig auch noch Arbeitsmarktflexibilität der Berufstätigen und Auszubildenden und eröffnen so Menschen neue berufliche Perspektiven und Unternehmen ein größeres Einzugsgebiet für potenzielle Arbeitskräfte. Nicht zu vernachlässigen ist im Kontext der Verknüpfung von Ökologie und Ökonomie das Engagement der Landesregierung für den ländlichen Raum. Mit der erst kürzlich vorgestellten Zukunftsoffensive Land hat Zukunft, Heimat Hessen lancieren wir 1,8 Milliarden € in den ländlichen Raum, und das nicht als Mogelpackung, wie eben genannt, sondern als Signal. Mit diesen Mitteln investieren wir in Infrastrukturmaßnahmen, Gesundheitsversorgung sowie in die Stadt- und Dorfentwicklung. Mit dieser Unterstützung des ländlichen Raumes als Wohn-, Arbeits-, Tourismusstandort entlasten wir die Metropolregionen umfassend. Durch mehr Arbeitsplätze, Handel und Freizeitangebote reduzieren wir die Notwendigkeit des Pendelns in die Großstädte und verringern dadurch transportbedingte Umweltbelastung. Ich komme zur Zukunft. Die Beispiele haben mir schon ganz gut gezeigt, auf welchem Weg wir sind. In Hessen wird dafür gesorgt, dass wir innovative Wege finden, um Ökologie und Ökonomie im Gleichgewicht zu halten. Die Digitalisierung wird uns in Zukunft hier noch weitere Möglichkeiten eröffnen. Wir wollen und werden diese Entwicklung gestalten. Wir werden Prozesse moderieren und auch mit Informationen und Anreizen vorangehen. Wir werden die Infrastruktur dafür schaffen und die Foren für den Austausch und die Verbreiterung der besten Ideen bereitstellen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Herr Euler am 14. März in der FAZ schreibt, und ich zitiere, der aus der Not, aber dennoch beherzte Versuch von Ministerpräsident Volker Bouffier, Ökonomie und Ökologie in einem schwarz-grünen Bündnis zu versöhnen, darf als gelungen angesehen werden. Jedenfalls hat Hessen in den zurückliegenden Jahren nicht gelitten. Schwarz-Grün ist längst von einem Zweck zu einem Gestaltungsbündnis geworden. Dann ist das genau eine wunderbare Bestätigung unserer Politik und ich glaube auch ein wunderbares Ende meines Redebeitrages. Herzlichen Dank.